Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, heute hab's geschafft, Friseur, Haare geschnitten und Bart hat ein bisschen selber gemacht. Noch nicht mal so kurz. Wird ja nun kalt, ne? Naja, das dauert noch ein bisschen, aber egal. Jetzt ist Winter. Ja, leider habe ich mich verkehrt hergeschickt. Komplett verkehrt. Ja. Ich habe hier keine Felder. Ja, aber zum Hof haben brauche ich nicht, aber wir fahren halt zum richtigen Feld, ne? Geht aber ziemlich zügig. 90 km/h. Liegen wir förmlich zum, ja, zum nächsten Feld, ne? Die restlichen Grasballen einsammeln. Ja, gekalkt wird noch. Und gekuppert. Sobald er mit Kalken durch ist, dann geht dort die Aussaat rein. Ja. Und sobald der mit Kuppel fertig ist, wird dort die Steine gesammelt. Kuppel deswegen, weil der Flug macht nicht überall seine Arbeit. Und da, wo nicht geflügt wurde und nur in Anführungszeichen noch was stehen geblieben ist vom Mais, also unberührt ist, dort macht die Sämaschine nichts und dann bleiben mir so viele kahle Stellen. Deswegen nochmal kuppern. Ansonsten wäre das in dem Falle egal, obwohl es eigentlich vom Logischen her so ist, dass man ja den Boden, also die großen Brocken von Flügen kleiner machen sollte. Aber die Aussaat halt ja auch gut funktioniert, ne? Je nach Boden, ne? Also einige Böden sind ja recht weich, Sandböden und so, aber ansonsten die festen Böden, Lehm oder Ton halt, ne? Da sollte man schon. Ich muss überlegen, wir wollen zum Feld, müssen wir hier rein. Oder die nächste Straße geht auch. Vor der Brücke. Ich höre wieder fast nichts. Ist aber normal. Bei euch müsste das passen. Also innen drin ist eh ein bisschen leiser als draußen, aber der Ton im Spiel ist immer fest eingestellt. Also jetzt hier OBS. Damit es halt nicht so laut ist, ne? Also mir hat mir jemand geschrieben, ich soll ein bisschen lauter sein als das Spiel. Und das hatte ich dann befolgt. Und wie gesagt, wenn was nicht passen sollte, kann ja mal vorkommen. Durch ein Update oder so. Kurzer Hinweis. Werde es dann so bald wie möglich wieder Aufnahmen kommen mit einbeziehen, ne? Berücksichtigen. Also bin immer offen für Vorschläge. Bild, Ton, das ist ganz wichtige Geschichte. Für alle halt, ne? Nicht nur für mich. Ach, hier muss noch Gärreste drauf. Aha, okay, düngen müssen wir auch noch. Bei Gelegenheit. Weiß gar nicht, wo es Gärreste, was ich jetzt habe. Der ist ein bisschen kleiner, aber den kann ich so laut auch hinschicken, ne? Macht das halt. Ich glaube, hier passen noch zwei rauf.
Ich weiß es. Wenn man halt abladen zur Not. Nicht funktioniert. Gut, jetzt darf er zu sein. Ja, du bringst das zum Hof. Ich habe ein bisschen was verkauft. Wir müssen flüssig zu sein, aber der Preis ist halt jetzt nicht so optimal wie im Winter, ne? Denke ich mal, so war das doch immer gewesen, ne? Mann, draußen lag die Sonne. So. Voller Eis, Strohbrot. Also wir können und müssen hier sogar noch das Grassilage. Die kostet 536. Man merken, 547. Also 550 ungefähr. Und die Grassilage kostet sogar weniger. Aber wiederum ist das auch ergiebiger, ne? Getreide haben wir noch einmal im Jahr, ne? Bei. Also, wenn das hier Roggen theoretisch wäre, der spezielle Grünroggen für Silage, das wäre wiederum eine gute ergiebige Sache. Bei Gerste oder Weizen, bei Hafer war es ganz schlecht. Oder zumindest auf dem Marsch. Aber hier hatte ich auch Hafer gehabt. War auch nicht so rosig. Ich habe ja jetzt Gerste und Weizen. Weizen auf die Felder, die schon drin sind. Die Aussaat. Und die Gerste kommt jetzt. Also ein Feld ist schon fertig. Zweite wird bald kommen. Rankommen. Dann ist das. Ja. Testen, ne? Wenn soweit ist, habe ich eh vergessen. Aber denk mal, Gerste ist ein bisschen höher als Weizen. Ertrag für Korn ist der Weizen höher. Das ist so. Ich weiß aber, dass noch von Natur aus der Weizen eh höher ist, als er jetzt auf Feldern immer so ist. Weil er wird im Grunde ja kurz gehalten, ne, mit Chemikalien, Wachstumblocker, keine Ahnung, also irgend sowas chemisches halt, ne. Das macht man deswegen, damit er nicht so hoch wird, wegen wenn bei Starkregen das sich nicht legt, ne. Aber das Friseur juckt überall. Ups. Können wir eigentlich bei der Dings abgeben, ne? Das links bei den Kühen. Mixer geht alles rein. Ganze Silage habe ich halt eh nicht mehr. Das ist alles. Das haben ja die BGH schon weggefuttert. Ich habe ja. Bisschen Zeit voll zu sein. Für nächstes Jahr ist doch doppelte Menge. Zumal kein Hafer, sondern Weizen und dann auch Gerste. Rappels ein bisschen mehr. Ja, Terra Life ist im Gespräch. Datum, keine Ahnung. Ich habe es nur mitbekommen, dass Mais Plus jetzt ein Update bekommen hat, dass wenn Terra Life aktiviert ist, dass sich dann Mais Plus deaktiviert. Ja, also man macht das Prinzip für einen Anwender anwenderfreundlich, ne? Falls jemand nicht Bescheid weiß, den Fehler zu vermeiden. Wahrscheinlich wird es Fehler verursachen. Andere Werte, keine Ahnung, kann irgendwo schon sein, dass man deaktivieren muss. Da kann man es auch ohnehin rausnehmen. Ja,
sonst wäre Quatsch. Sonst wäre Price Plus eine Update-Ergänzung, kann man sagen. Dann so ein bisschen. Aber wann genau? Keine Ahnung. Ich nehme auch stark an, dass es erstmal geprüft wird. Vielleicht eingereicht wurde zum Prüfen. Und ja. Mal schauen, wann das dann bei uns freigeht im Mod-Hub. Ich weiß mal, dass das Customer gesagt hat, also vor Weihnachten wird es garantiert nichts. Weil er die Karte auch wieder ready machen will wahrscheinlich. Und ja, ich sag mal abwarten, ne? Hoffe nur, dass wir Karten umziehen müssen. Das wäre nämlich schön Mist. Wegen der Kühe. Aber das mal bin ich schlauer. Da ja meine Kühe fast alle Milch geben. Und ja, die anderen sind ja eh zum Verkauf gedacht, ne? Also die roten oder braunen, die schwarze, ne? Die sind bis, ja, Verkauf gedacht, also für den Händler kann man sagen. Schlachthof wüsste ich jetzt nicht. Normalerweise gibt es keinen Schlachthof bei das kommen nicht drauf. Als Produktion standardmäßig. Dann müsste ich hier einen Schlachthof zunehmen. Macht aber nur so, wenn auch die irgendeiner kaufen würde, ne? So, dann muss auch noch Tiermod allerdings links sein, dass er die Bohlen auch abnimmt, ne? Denn ich bekomme jetzt ich nicht, aber die Kühe kriegen bald gelbe. Ist immer was. Es gab nur eine Nachricht, eine Story, eine schöne Geschichte aus Frankreich war es, glaube ich, gewesen. Ja, ein Mann, der glaubte, er sei eine Frau, geht zum Frauendoktor und wollte behandelt werden. Der hat ihn entsetzt nach Hause geschickt zum anderen Spezialisten. Sachen gibt's. Andere haben sie als Hunde definiert und haben geheult aus Protest. Junge, normalerweise ist Psychiater. Und wenn das wirklich ernsthaft ist, Einweisung in eine geschlossene Anstalt. Ach, nee. Sachen gibt's da. Ich meine, mir ist das im Grunde völlig wurscht, was jeder mit sich macht, ne? Das ist in seiner Freiheit, ne? Also, wenn er meint. Wenn das so ist, ne? Dann sollen sie. Aber für Geistesschaden normalerweise, da gibt es eine Behandlung für. Weiß zwar nicht, was für welche, aber gehört auf der Couch mit sprechen, ne? Wie man so überzeugen, dass es nicht so ist, ne? Ja, und wenn er meint und es keine Gefahr für die Öffentlichkeit, ja gut, ne, was soll's, ne? Wir haben links, hier wollen wir jetzt rechts abladen. Ja, für Kursblöcke gibt es jetzt nachher, da hast du Anhänger. Gibt es ja gibt's ja, ich muss nachdenken. Ach so, jetzt weiter vergessen. Beladen der BGH, muss ich noch ein mal probieren, was ich hinkriege hier. Weil der Marschall mal versucht hat, ging ja, die Richtung mal verkehrt. Aber das würde funktionieren. So. Wenn er mit Gruppen fertig ist, dann können wir den Taktor nehmen und der Rest aufspringen. Dann ist er mit Kalk auch bald fertig. Kalk sehe ich gerade aktuell. Feldarbeit. Gerste, Steine, Gerste. Wer ist der mit Steine voll ist? Der ist 0. 0.
Wieder der Steine. Wieso bist du nicht leer? Du bist der Erste, der eine auffällt, negativ. So, da musst du hin. Ab, also ablagern normalerweise. Verkehrt geschehen. Ja, hier muss ich noch zukaufen, ne? Sehe ich gerade so. Ich müsste mal die Kaufstation dazu nehmen. Könnte auch theoretisch auch da tanken fahren, wo beim Händler, beim Landhandel. So. Ja. So, die Winterländer bewegen sich auch nicht. Ja, unsere intelligente Regierung wird alle ruinieren. Hauptsache, naja, die haben ihren Posten weg. Am besten kommen ja alle in den Knast. Dass ihre Privilegien nicht nutzen können später. Sprich, Bestechung. Darum geht's dabei näher, ne? Guck mal, LKW da. Ja, bisher bekamen sie alle irgendwo im Nachhinein lukrative Posten, ne? Alle durch die Bank irgendwo im Vorstand, wo sie im Prinzip ihr Gehalt kassieren, für nichts tun oder man eine dusselige Rede hatten, ne? Für viel Geld. Da kam die Meldung, der ehemalige Fürst Michelle Obama von Obama halt, ne? Der hat irgendwo eine Rede gehalten. Es ging um Demokratie, bla bla und so, ne? Gage von 700.000. Also da, die haben alles Maß verloren, ne? Ich meine, wenn ich die Anreisekosten bezahle, ihr, sagen wir schon mal, erste Klasse Ticket im Flugzeug bezahle oder zum Beispiel, ne? Ja, gut, eigentlich auch gratis Essen, also Scheiß, ne? Ja, aber ja, 4.000, 700.000, ich weiß nicht. Ich denke mal, das stimmt schon, was gesagt wurde. Ja, das ist so. Na gut, sie hatte keine Entscheidung zu treffen gehabt, ne? Das war ja eher die Frau an der Seite, mehr oder weniger. Hat zwar, ja, jeden da doch Einfluss bei ihrem Mann, ne? Aber wie gesagt, so, dann war die Wiese auch alle. Aber so groß im Ganzen. War sie ohne Erscheinung gewesen. Also im Prinzip konnte sie nichts, wofür sie hinterher belohnt werden konnte, ne? Aber so ist das. So läuft das. NGOs und so, da richtig Leute bezahlt werden, da machen die entsprechend Druck auf die Regierung aus, dass die entsprechend das machen, was die anderen wollen, ne? Wer zahlt, der bestimmt letztendlich. Ist das hier ein Nebel jetzt? Das war heute auch früh so ein Nebel. Also, ich habe es nicht so gesehen, aber was ich von der Arbeit so sehen konnte. Ist der Herbst halt, ne? Bei mir ist ja so, das kann auch theoretisch, ja, jetzt im November kann ein ganzer Tag Nebel sein, ne? Mit Glück sind noch plus gerade, aber wenn du hier Pech hast, das dauert kurz zwischen einer minus 1 und minus 2. Das ist dann schon so ein ekliger Frost, ne? Und wenn du ein bisschen höher hinausfährst, über diesen Nebel ganz hinaus, hat plötzlich plus 15 Grad, ne? Weiß ich, wenn du Richtung Alp fährst, über diese 100 Meter Marke, plötzlich ist warm. Hier messe ich ja so eine 1.
ist das. So. Die Bremse ist gut. Aber wir haben auch kein Gewicht drin, ne? So, wir haben links. Ja, der LKW, viel Gülle ist nicht da zurzeit. Ja, macht ja nichts, wir laden eher ab, ne? Das war links eingestellt, rechts eingestellt. So. Mein Radlader schon nehmen und aufladen, ne? Gut. Mal gucken, wie weit er mit dem Kupplern ist, ne? Aber ich kann schon mal den anderen LKW nehmen. Mit Gärreste, das müsste hier irgendwie rumstehen. Ob da kurz gucken, mein Radlader. Den brauchen wir noch eine Weile. Na da. Oder sagen, ist er hier wohl nie gewesen. Jetzt fahren wir gleich Richtung dem einen Feld und dann kommen wir ja gleich, wenn das dann haben wir entsprechend was wir nachfüllen können, ne? Oh, hier ist alles zu geparkt. Was ich noch machen möchte, ist irgendwann mal Podcaster jetzt so ein neues Gewächshaussystem hat, das würde ich mal ganz gerne mal aufbauen, müssen wir Geld sparen, ne? Muss ich ja noch rauchen in den Mod. Das von ihm, das ist mit ein bisschen mit Heizung, mit Gas und so, ne, was wir eh haben. Zumindest theoretisch haben können, ne? Ist ja eh kein Problem, da musst du so Dings anbauen, ne? So, der das Gas halt reinigt. Also das Gas so ist ja, ja schmutzig, kann man sagen. Kalk und Steine. Wieso fährt er wieder da lang? Oh, der ist fertig. Das ist praktisch. Ja, das, darum ging es ja. Diese Flächen, die jetzt so ja strohbraun sind, die sind doch halt besser, wenn das geflücht ist. So, dann können wir den ja neben zum Gärres ausbringen, ne? Mal sehen, ob der jetzt hierher fährt und auslädt, ne? Das ist ja mal ganz interessant. Sollte eigentlich schon machen normalerweise. Wahrscheinlich habe ich dann nur die Entgabe. Ja, dann kann die Wechsel auch weg, ne? Wegen Wasser ist ja egal. Das ist ja nicht tragisch. Dann bist du das rechte Fahrzeug näher. So, wenn der auslädt, gehe ich so rüber in ein anderes Feld und werde die ersten zwei schon mal die Spur schicken, berechnen und dann geht das schon, ne? Vermögen machen Steine keine. Aber irgendwo müssen die ja hin, ne? Hunger kriegt jetzt so gar nicht.
Ja, lädt ab, ist gut. Das brauche ich ein bisschen Kalkpfad. Mal gleich mal den gucken, wo er aufhört hat, ne? Deswegen ist ganz gut, dass wir ein bisschen Umweltbonus kriegen, aber es nicht viel ist. Aber man freut sich, ne? Die Bohne hier. Das ist so, ne? Irgendwo was hier. Deswegen ist ganz gut, wenn man ihm da abfängt. Dann kann man den Kurs erkennen, wo er praktisch weitermachen wollte, ne? Er muss nur halt da oben anfangen irgendwie. Da hat er aufgehört. Das Gute ist, er kalkt ja nur da, wo jetzt praktisch wo kein Kalk da ist, ne? Also hier würde kein Kalk drauf werden, dank Personal Farming. Ansonsten wäre das doppelt und dreifach, das wäre wohl noch nicht so gut. Hier müsste wieder ein bisschen was kalken. Ja, macht er auch. Perfekt. Ich habe die Arbeitsbreite auf 20 Meter genommen, das ist hier ein weißer Streifen. Quatsch, ein dunkler Streifen. Aber wie man sieht auf der Karte, ist alles gekalkt, ne? Mein Vermögen sparen wir deswegen nicht ein. So. Den fahren wir später weiter. So. Ja, mit Steinsammeln war noch nicht fertig, deswegen hat mir er mal gruppert. Ist ja für Maschinen allgemein nicht so gut, ne, wenn er jetzt praktisch über Steine geht, ne? Bei weichem Boden ist er nicht ganz so tragisch, aber ne, man muss die Kurse aber mit abrechnen, ne? Also wie viele Fahrzeuge da sind. So. Man muss hier gucken. Also ich mache meinen ersten auf links. Ersten Wegpunkt. Jetzt ist der nächste Vorteil, das kann man perfekt erkennen, dass man ja, hier müssen wir mal kalken. Gut, dann mal Gärreste auf die Fläche, wo jetzt Gerste war. Apropos Kurs, noch nicht neu berechnen und nur kopieren. Kursblöd ist keine Wissenschaft. Man muss sich da nur befassen, ne? Einfach mal, alles kann ich auch noch nicht, also abgesehen. Da was ich brauche, nutze ich in der Regel auch nicht, ne? So, jetzt kann man die Kurve schon erkennen. Und wir gehen nach Mitte. Erster W-Punkt. Geht schon, ne? So. Ich schalte mal durch, der zweite unterwegs sein. So, gehen wir mal hier ganz kurz den Kurs löschen, entfügen, Mitte, rechts, ersten Wegpunkt, zack, müsste er eigentlich von alleine weitermachen, ne? Eigentlich. Wir werden mal zuerst zum einen Feld fahren. Ja, da kommt der andere schon an mit dem Grupper, ne? Ich lasse ihn noch bei. Ja, dann beenden wir gleich mal die Folge. Das soll schon heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank, dass Sie reinschauen. Ja, tschüss, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.